Also jetzt müssen wir unbedingt für Sie das Programm unterbrechen. Wir haben nämlich ganz neue, wichtige Nachrichten. Die LCD-Schreibtafel, die ist endlich für Sie wieder da und 30% sind schon wieder weg. Sie müssen also unbedingt ganz schnell zugreifen. Ist jetzt lieferbar. Also am besten rufen Sie auch jetzt gleich an, die 0180 51 51 3 mal die 2, sofort anrufen, damit Sie sich diese Schreibtafel auch sichern können. Die ist super geeignet für jeden. Also wirklich jeder kann da mitmachen. Zum Beispiel, Sie können Ihrer Freundin eine liebe Nachricht schreiben oder Ihrer Frau oder Ihrer Mutter oder wem auch immer für nur 11,31 Euro das passende Geschenk zum Nikolaus, zu Weihnachten oder auch einfach mal so. Wenn zum Beispiel der Partner gestresst ist und sagt, ich weiß nicht mehr, was ich wann zuerst machen soll, schenken Sie ihm doch einfach die LCD-Schreibtafel, dann kann er sich's aufschreiben. Das zeugt davon, dass Sie einfach für ihn mitdenken. Und gerade jetzt, es ist wirklich nicht mehr viel da. Jetzt müssen Sie anrufen. Das war, wie es da war, war es weg. Lutz. Ja, also es war tatsächlich so, wir haben das Ganze in, ich glaube, drei Sendungen vorgestellt. Und danach war das erste Kontingent weg, das eigentlich für ein paar Monate reichen sollte. Da merkt man schon mal, wie angesagt das ist, weil diese Notizzettel, die man dann irgendwie, oh, wo war der jetzt eigentlich in den Taschen sucht? Ah, das war gestern. Heutzutage, da macht man das mit so einer LCD-Schreibtafel. Einfach mit dem mitgelieferten Stift draufschreiben. Und wenn dann alles erledigt ist, oben haben Sie gesehen, da ist so ein kleines Symbol, so eine Taste mit so einem Mülleimer-Symbol. Da klickt man drauf und dann wird dann ist auf einmal schon wieder alles weg. Das ist natürlich auch dann ideal, wenn man ein Geschenk sucht für diejenigen, wo man sagt, ach, die haben doch schon alles. Was kann man denen noch schenken? Oder wo man jetzt bei den Adventssonntagen vielleicht eingeladen ist und man sagt, Mensch, das ist immer Kuchen, Kaffee haben die doch selber. Hier, sowas. Einfach hier draufschreiben und dann oben löschen. Ist natürlich auch toll, wenn man Kids hat, die man beschäftigen will. Die einfach, oder machen Sie, oh, das ist doch, machen Sie doch mal einen Montagsmaler. Dass Sie sagen, so, da gibt es dann einen Begriff, der zu erraten ist und dann, Sie kennen das, Hund, Katze, Maus. Ja, dann dürfen Sie sich entscheiden. Hund, Katze, Maus, wenn's was ist es denn? Wenn es zu ruhig wird zum Silvesterfest, kurzeitig Montagsmaler. Macht Sie alle Montag. Zum Beispiel, was hast du denn Lustiges gemalt? Sagt unser Regisseur da gerade. Ja, eindeutig. Ich sag's ja, eindeutig. Ich kann nicht malen, deswegen habe ich das unserer Sandra überlassen. Also, da erkennt man sofort den Weihnachtsbaum. Ja, was ist es denn? Was ist ein Weihnachtsbaum und hier oben ein Herzchen. Das heißt, zum Verschenken. Weihnachtsliebe? Ach, oder ich liebe Weihnachten? Ein ganz bekanntes Wort, das steht sogar im Duden. Weihnachtsliebe. Aber auch hier? Vielleicht meint aber sie auch hier. Liebe Weihnachten? Ja, liebe Weihnachten, so. Was auch immer. Liebe Grüße zu Weihnachten. Sie merken schon, das kann wirklich jeder gebrauchen. Es passt in die Handtasche. Das ist ja noch für Frauen ganz besonders wichtig. Wenn sie es ihrer Liebsten zum Beispiel schenken, in die Handtasche passt es. Der Stift wird einfach hier eingeklemmt. So, alles fertig. Sie können löschen. Alles einfach, immer griffbereit. Und ein kleiner Tipp, es geht auch mit dem Fingernagel. Ja klar, es ist einfach nur der Druck. Und übrigens kann da auch die Software unterschiedliche Druckstärken erkennen. Also ob man leicht aufdrückt, dann ist es halt ein dünner Strich. Oder dicker aufdrückt, dann wird es ein dicker Strich. Also das ist einfach hier absolut alles möglich. Und dann ein Tastendruck. Übrigens, das Ganze wird mit einer einzigen Knopfzelle betrieben. Und die wird auch gleich mitgeliefert und hält für bis zu 2 Jahre. Und klein und leicht und rank und schlank, das kann man mit in die Schule nehmen. Oder falls da ABC-Schützen sind, die da vielleicht erstmal A und B und C schreiben lernen wollen. Ganz oder wie wichtig. Gesagt, malen. Ich erinnere mich an meine Jugend. Du, was habe ich da an Malblöcken? Und die sind ja richtig teuer. Was habe ich da an Malblöcken verbraten? Ich habe meinen Schieferblock geliebt. Ich hatte von meinen Eltern einen Schieferblock, also so einfach so ein Schiefertäfelchen bekommen und habe das bemalt. Ich habe es geliebt. Und warum sollen die Kinder heute nicht diese Schreibtafel lieben? Es ist ganz einfach mit Löschen wie mit Abwischen. Und ganz ehrlich, für 11,31 Euro, das ist ein tolles Geschenk. Auch mal für einen Arbeitskollegen. Das ist wirklich ein Geschenk, das Sie jedem machen können. Greifen Sie jetzt zu, damit Sie auch was davon abbekommen. Also Lutz und ich, wir sind beide Fans.